So Leute, zum Abschluss. Premium Promo Pack Theros Jenseits des Todes. Das letzte Set vor der großen Pandemie letzten Jahres. Ja, muss ich nichts zu sagen. Wir haben ein Pegasus, auf der anderen Seite ist ein Code für Arena. Ein durchgebrannter Dampf-Zippler. Zamana 1-1, immer wenn du einen roten Zauberspruch wirkst, falls weniger als 3 plus 1 Marken auf dem liegen, lege eine plus 1 plus 1 Marke drauf. Entferne 3 Marken von ihm, kriegt 3 rote Mana. Das ist gut. Das ist verdammt gut. Und ein Foil ist der auch verdammt hübsch. Ich lege die mal runter. Foil ist die auch verdammt hübsch. Grauer Händler aus Asphodel. 5 Mana, 2-4, Zombie. Immer wenn er ins Spiel kommt, verliert jeder Gegner x Lebenspunkte, wobei x die Anzahl an Hingabe zu schwarz ist und du hältst so viele Lebenspunkte, die auf diese Weise verloren wurden. Das war noch vor dem Rework, also Rework in Anführungsstrichen, dass die meisten Karten mit diesem x du auch x Leben nur kriegst. Weil wenn man den im Commander spielt und alle irgendwie 10 Leben verliert und man selber 50 Leben kriegt, ist das ziemlich broken. Und wir haben... Mantel des Wolfes. Das ist, glaube ich, die schlechteste Random Set, wenn ich mich richtig erinnere. Damals zumindest. 4 Mana Verzauberung, Aura. Die verzauberte Kreatur kriegt plus 4 plus 4. Und man, wenn sie auch vom Feld auf den Friedhof gelegt wird, kriegt man 2 grüne Wolfsspielsteine. Ja. Nicht so krass. Und dementsprechend, falls sich die Frage lohnt. Hat sich nicht gelohnt. Nein. Die Booster lohnen sich selten. Aber ich mache die ganz gerne auf, weil es kleine, kurze Videos sind. Und ich gemerkt habe, dass ihr gerade die kurzen Videos wesentlich mehr mögt als die langen, großen Openings. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ablexed. Ciao, ciao.